natürlich auch immer die anderen Spieler. Ja. Darum sind sie alle so neu und nicht benutzt. Herr, ich darf euch recht, recht herzlich begrüßen, Betreubares, betreutes Wohnen und natürlich auch die Ortspraxis unseres Gemeindearztes. Mein besonderer Gruß gilt unseren Herrn Geschäftsführer, den Alfred Koller, dann den Herrn Orowitsch, der ist Aufsichtsrat, Präsident und Vorsitzer, unser Architekt, Diplom-Ingenieur Werner Tell, der das geplant hat, dann der Ingenieur Haring, der von der OSG auch Bauleiter ist, unser Gemeindevorstand, der Magister Zinan Hari, der das alles in die Wege geleitet hat, der das soziale Wesen in unserer Gemeinde führt. Begrüßen möchte auch unseren Herrn Doktor, schön, dass du bist, Herrn Gemeindevorstand Meixner, die Gemeindevorstände. Und natürlich auch ein herzliches Grüß Gott an die Medien. Ich muss sagen, ich habe Partner gefunden und vor 6 Jahren ist die Illusion, ich habe gestern gehört, Illusion, wenn du sowas hast, dann muss ins Krankenhaus gewiesen werden. Aber nein, hat es geheißen, jeder Politiker soll Illusionen haben. Wir haben das wirklich verwirklicht mit meinem Team, muss ich sagen, wir haben lange daran gebastelt. Wir haben es auch versprochen, wie wir eingetreten sind, dass wir anfangen mit den kleinen Kindern und dann Schule, Arbeitsplätze schaffen, Wohnungen schaffen und schlussendlich dann auch für die ältere Bevölkerung zu Hause schaffen, dass sie nicht in angrenzende Altersheime aussiedeln müssen. Und haben natürlich dann auch einen Partner mit der Volkshilfe gefunden, die das betreut. Ich möchte aber noch zukommen auf die OSG, dieser Partner mit Alfred Koller, habe einen Partner, einen Freund und natürlich auch mit Werner Tell gefunden, die für unsere Gemeinde extrem wichtig sind. Ich muss auch sagen, der Herr Diplom-Ingenieur Tell ist für die Koordinierung des öffentlichen Wesens zuständig. Er ist einstimmig vom Gemeinderat gewählt worden und ist auch überall involviert. Ich möchte sagen, in Alfred Koller habe ich vor 6 Jahren kennengelernt, er hat Handschlagqualität, das, was er sagt, das zählt und das ist für mich wichtig. Ich freue mich, dass wir dicke Freunde geworden sind und viele Projekte hier auch umgesetzt haben. Und man sieht, die Wohnungsanlagen jetzt kommen nach Hochterblock her und schlussendlich dann betreut das betreubares Wohnen. Es wird in 2 Abschnitten erfolgen. Zuerst kommt die Arztpraxis, die, was hoffentlich im August nächstes Jahr zum Beziehen ist. Und dann kommt der erste Teil, betreubares, betreutes Wohnen. Und dann der zweite Abschnitt, je nach Bedarf. Ich muss sagen, das sind 12 Wohnungen für betreubares und betreutes Wohnen und dann Starterwohnungen oben drauf. Ich muss sagen, dass Harald Zinel sich da Gedanken gemacht hat und das wirklich auf Schiene gebracht hat, wo ich da ein herzliches Dankeschön sagen muss. Wir haben lange hin und her getüftelt, bis wir den nötigen Platz gefunden haben. Das ist längst dieser Platz, ist 6500 Quadratmeter groß. Wir stellen diesen Platz der OSG zur Verfügung, kostenlos zur Verfügung und das auf 35 Jahre. Den Baukostenzuschuss, den geben wir als Förderung. Dadurch können wir unseren Bewohnern oder Bewohnerinnen ermöglichen, um 5 Euro im Quadratmeter Miete bzw. 70 Euro dann die Betriebskosten sind wir auf 320, 350 Euro, dass dann die Leute hier einziehen können. Fakt ist, dass schon 6 oder 7 Anmeldungen auf der Gemeinde vorliegen und da sieht man, dass Bedarf hier ist. Ich möchte mich auch an dich wenden, Sabine. Ich stelle dich kurz vor, du bist bei der Volkshilfe einen Partner gefunden, der nicht nur in unserer Region, sondern auch das ganze Burgenland vertreten ist. Und ganz kurz. Also mein Name ist Dimitri Sabina, ich bin zugezogen auf Zürndorf, arbeite seit 2008 bei der Volkshilfe, habe im Seniorenzentrum in Kitzsee angefangen und bin jetzt durch die Karenz von meinem Kind in die Hauskrankenpflege gewechselt, wo es mir eigentlich irrsinnig viel Spaß macht, ich mir die Arbeit super einteilen kann und ja, ich habe ein tolles Team, was hinter mir steht. Und wir betreuen alle pflegebedürftigen Personen im Bezirk Neusiedl
fahren mit dem Auto zu den Häusern und natürlich, wenn es auch hier notwendig ist, das betreibbare Wohnen, dass wir das als Anfahrtsziel haben. Jeder, der irgendwelche Probleme hätte oder Schwierigkeiten, die er im Alltag nicht mehr alleine zu schaffen hat, die eben auf Pflegebedürftigkeit oder Hilfestellungen ist, kann er sich dann an der Volkshilfe melden und wir werden schauen, wie wir ihm dann weiterhelfen können, dass wieder beide zufrieden werden und das Alltagsleben besser schaffen. Im Prinzip reicht eigentlich ein Anruf. Die Telefonnummer steht meistens an den Autos drauf, wenn man es vorbeifahren sieht. Oder man kann halt gerne auch nachfragen, auf der Gemeinde ist sicher auch die Volkshilfenummer oder man ruft einfach an. Erstgespräch gibt es dann immer, das ist kostenlos, wird vom Land bezahlt. Ja. Also jeder darf sich ein Erstgespräch nach Hause holen. Und anschließend wird man schauen, welchen Pflegebedarf man abdecken kann und soll. Gut, muss ich noch dazu sagen, weil wir betreuen von der ersten bis zur dritten Pflegestufe hier. Ich muss sagen, dass der Dr. Leitner auch seine Ordination hat, also optimaler geht es nicht mehr. Es dahinter perfekt, das Therapiezentrum. Ja. Und ich bedanke mich auch richtig herzlich bei dir, dass du bei uns eingestiegen bist. Besser geht es einfach nicht. Gut, herzliches Dankeschön. Lieber Alfred, schöne Umrahmung. Ja, geschätzte Damen und Herren, Herr Bürgermeister, Gemeindeverantwortliche der Gemeinde Zurndorf, Herr Aufsichtsratsvorsitzender. Ja, es ist möglicherweise kein Zufall, dass es jetzt unmittelbar vor diesem Spatenstich doch noch so schön geworden ist. Also heute in der Früh, zumindest bei uns im Südburgenland, habe ich mir geglaubt, da werden es die Schirmheit gnädig haben bei dem Spatenstich. Es ist nicht der Feuer und es ist diese Sonnenbestrahlung ist möglicherweise auch ein Zeichen dafür, was für ein tolles Projekt hier entstehen wird. Die OSG darf seit ca. 15 Jahren Seite an Seite mit der Gemeindeführung von Zurndorf hier tätig sein. Wir haben hier rechts von mir das erste Wohnhaus im Oktober 2000 übergeben und in der Folge sind mit dem Wohnhaus, das in etwa 5 Wochen übergeben werden wird, 7 Wohnhäuser mit insgesamt 42 Wohnungen hier entstanden. Wenn man die 30 Wohnungen am Friedrichshof dazu zählt, sind es 72 Wohnungen, die wir gemeinsam mit der Gemeinde Zurndorf bauen durften. Rudi Suchi war es, der seinerzeit die Zusammenarbeit eingeleitet hat, die dann vom Bürgermeister Werner Falbneixner fortgesetzt wurde und mit dem Umtriebigen, das kann man wirklich so bezeichnen, dicke Freunde, hast hoffentlich nicht nur auf den Körperumfang gemeint, aber es ist ein Zeichen dafür, wieder mehr zu tun. Danke. Eine Freundschaft, die dazu geführt hat, dass wir einiges an Projekten jetzt entwickelt haben. Und dieses Projekt, das hier entstehen wird, ist Werner hat schon angedeutet, etwas Besonderes. Es unterscheidet sich von den unter Anführungszeichen normalen Wohnhäusern, weil es hier erstens einmal eine Kombination einer Ordination gibt, eines praktischen Arztes, der zusätzlich noch einen Gymnastikraum sich mit errichten lässt auf der einen Seite und Kleinwohnungen, die so gestaltet sein werden, dass sie im Erdgeschoss barrierefrei sind, dass sie also auch im Alter gut benutzbar sind und im Obergeschoss für junge Leute, für junge Menschen als Startwohnungen vorgesehen sind. Zusätzlich kommt eben bei den Erdgeschosswohnungen die Möglichkeit, dass man Pflege und Betreuung durch die Volkshilfe in Anspruch nimmt. Das ist eben betreubares Wohnen. Wer diese Hilfe in Anspruch nehmen will, der kann sie auf sehr einfachen, unkomplizierten Wegen in Anspruch nehmen. Und wer nicht, nimmt das eben nicht in Anspruch, bleibt weiterhin eigenbestimmt ohne Hilfe von außen. Das ist eben der Begriff des betreubaren Wohnens. Wohnungen, die barrierefrei sind, mit der Möglichkeit, die Leistungen im Pflege- und Betreuungsbereich durch die Volkshilfe in Anspruch zu nehmen. Natürlich noch der besondere Vorteil, wenn man dann hier wohnt, geht man bei der einen Tür raus, bei der anderen rein und ist unmittelbar beim praktischen Arzt. Ich bedanke mich bei Bürgermeister Werner Friedl und seinem Team, Harry Ziniel, mit dem ich auch schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten darf, für diese ausgesprochen, wirklich ganz ausgezeichnete Zusammenarbeit und freue mich schon
auf die nächsten Projekte. Diese Zusammenarbeit mit ausgezeichnet zu bezeichnen gilt im gleichen Maß für Diplom-Ingenieur Werner Tell. Wir haben hier im Bezirk Neusiedl sehr viele Gemeinden schon gemeinsam betreuen dürfen und dieses Projekt ist das erste gemeinsame hier, aber wie ich den Herrn Bürgermeister kenne, nicht das letzte, das wir hier gemeinsam ausführen werden. Er hat ja schon wieder Pläne im Kopf, wie er mir eingangs gesagt hat, da gibt es ja einiges im Entstehen. Werner, herzlichen Dank. Und das Büro Tell mit Sitz in Frauenkirchen ist auch ein Ausdruck dessen, was die OSG als Prinzip hat. Wir wollen in erster Linie Firmen aus der Region und grundsätzlich nur Firmen aus dem Land Burgenland beschäftigen. Wir bauen mit burgenländischer Wohnbauförderung. Wir haben dank vor allem auch immer wieder der Initiativen unseres Landeshauptmannes eine der besten Förderungen österreichweit nach wie vor. Und auch hier sind ganz wesentliche Mittel der burgenländischen Wohnbauförderung enthalten. Wir glauben auch, dass die Mittel der burgenländischen Wohnbauförderung den burgenländischen Betrieben zugutekommen sollen. Und es werden daher in der Ausführung ab Herbst beginnend ca. 20 Unternehmen aus dem Burgenland hier arbeiten. Wir werden ein Bauvolumen von ca. 2 Millionen Euro im ersten Bauabschnitt verbauen für die Ordination von Dr. Achleitner und für die 12 Wohnungen. Und es wird dann in der Folge einen zweiten Bauabschnitt geben. Herzlichen Dank, Werner Tell, für diese tolle Zusammenarbeit. Die Volkshilfe ist für die OSG absolut kein unbekannter Partner und es ist von Ihnen bereits angesprochen worden. Wir haben die Zusammenarbeit hier im Bezirk gestartet, in Kizze, mit dem alten Wohn- und Pflegeheim. Wir haben im Süden einzelne Standorte gemeinsam. Die Zusammenarbeit funktioniert und ich gehe davon aus, dass das auch hier sein wird. Mit der Vorsitzenden Verena Dunst und dem Geschäftsführer Thomas Emminger haben wir sehr, sehr gute Kontakte und eine sehr gute Zusammenarbeit. Ich bedanke mich bereits im Voraus bei jenen, die uns das Vertrauen schenken, hier mit uns gemeinsam in das Projekt zu gehen, Wohnungen zu erwerben. Ich bedanke mich natürlich im Besonderen beim praktischen Arzt der Gemeinde, bei Herrn Dr. Achleitner, der, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als Mieter bereits Kunde der OSG war und kann Ihnen versichern, wir haben bereits sehr viele Ordinationen, sowohl für praktische als auch für Fachärzte gebaut. Es gibt auch hier ein Know-how und wir werden uns bemühen, erstens einmal so nach Ihren Vorstellungen, wie Sie sich das wünschen, nach Ihren preislichen Vorstellungen und auch im Zeitplan zu arbeiten. Obwohl, ehrlich gesagt, August nächstes Jahr ist schon sehr eng. Der Bauleiter hat einen leichten Schlaganfall bekommen bei der Aussage, aber wir werden uns sehr bemühen. Grundsätzlich steht als Fertigstellungstermin Herbst des nächsten Jahres hier im Raum. Ja, ein Projekt, das für uns ein besonderes ist, ein Projekt, auf das wir uns sehr gefreut haben. Ich bedanke mich bei allen, die hier an der Entwicklung mitgeholfen haben. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie gekommen sind und damit auch das Interesse an den Aktivitäten in Zurndorf generell und an diesem Bauvorhaben im Besonderen zum Ausdruck gebracht haben. Ja, wir werden jetzt den Spatenstich vornehmen. Das ist so immer der symbolische Akt, dass die Planungsphase vorbei ist und dass die Bauphase jetzt beginnen wird. Das wird voraussichtlich in der unmittelbaren Vorbereitung noch in den September hinein dauern. Aber wir wollen dann zügig so weit starten, dass wir dann nach dem Winter mit den Aufmauerungsarbeiten fortfahren können und nächstes Jahr im Herbst werden wir die Übergabe durchführen. Ja, herzlichen Dank an alle, herzlichen Dank an Sie. Wir freuen uns auf dieses Wohnprojekt, es ist ein schöner Tag für die OSG. Dankeschön, ein Glück auf der Baustelle. Danke. Danke Freddy, er hat es angedeutet, wir haben schon wieder was in Projekte im Kopf und da möchte ich Herrn Magister Ziniel kurz bitten, was vis-à-vis passiert. Ja, danke. Das nächste größere Projekt, das die Gemeinde Zurndorf in Angriff nehmen wird, betrifft die Zurverfügungstellung von Bauland und zwar von Bauplätzen für Eigenheime. Geplant ist folgendes Baugebiet. Wir haben seitens der Gemeinde gegenüber der B10, ist jetzt ein wunderbares Feld zu sehen,
Dieses Feld gehört mittlerweile der Gemeinde Zuhlendorf. Das sind insgesamt 6 Hektar, also eine Menge an Bauland, das wir da erworben haben. Seitens der Gemeinde, das wird in 3 Abschnitten bauverhandelt und geplant und dann auch bebaut. Unser Wunsch ist es, dass dieses Bauland vorrangig für die Zuhlendorfer Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden soll. Wir wissen, dass der Bedarf da ist. Wenn wir da zurückblicken oder da gegenüber uns diesen Palapeneweg anschauen, war das so, dass wir am Anfang geglaubt haben, das wird ewig reichen, wir werden da nie wieder Bauplätze brauchen in den nächsten 20 Jahren, zumindest nicht. Dem war nicht so, die Plätze sind alle bereits verkauft worden und auch bereits verbaut worden, sodass die Gemeinde Zuhlendorf momentan kein Bauland zur Verfügung stellen kann. Auch wenn wir das gerne würden, es geht momentan nicht, deswegen war dieses Projekt notwendig. Wir werden das gesamte Projekt planen, also der Plan wird für die gesamten 6 Hektar erstellt werden, obwohl das nur in 3 Tranchen dann je nach Bedarf und Notwendigkeit eröffnet wird. Das sind einige Worte zu diesem Projekt. Okay, danke Herr Magister. Ich möchte noch dem sagen, das sind ausschließlich für die Zuhlendorfer geplant. Der Landtag hat beschlossen, vor ein paar Monaten, wer in Burgenland arbeitet, wer in Burgenland zwei Jahre gemeldet ist, der hat die Wohnbauförderung oder kann die Wohnbauförderung auslösen. Wir werden das auch runterbrechen bei uns auf die Gemeinde, wo der Gemeinderat jeden Bauplatz beschließt. Das heißt, wenn er einen Bezug zu Zuhlendorf hat, wenn er in Österreich einzahlt, wenn er hier vor Ort ist, dann bekommt er die Bauplätze. Ich möchte auch sagen, dass wir die Bauplätze so gestalten werden, dass sie leistbar sind und da sind wir auf einem guten Weg. Herr Koller hat es angedeutet, auch die OSG ist dort involviert und wird sich mit der 4000 Quadratmeter, ich würde es nicht sagen, wie viel, wird dann überlegen, dort natürlich auch beteiligen, um hier auch für jene, die keine Häuser bauen, sondern Wohnungen wollen, dass die dabei sind. Okay, ich möchte mich bei euch recht herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Und jetzt gehen wir zum Spottenstich. Zum Spottenstich. Das ist der Meister, wenn du richtig in Erinnerung. Mein Ausgeruch ist echt der Wahnsinn. So weiter. Ausgezeichnet wird. Schau, komm mal her. So. Spezialspaten, bitte. So. Geht schon. Stech mal. Schön vorbereitet. Und drei werfen wir, ja. Eine Dame steht unter Mutterschutz. Werfen wir. So. Auf drei. Eins, zwei, drei. Passt. Super. Wiederholen. Wiederholen. So. Eins, zwei, drei. Ich habe schon eine gute Baustelle, aber eine erfolgreiche. Ruhig im Gerät. Nur keine Böse.